Wir sind mal wieder bei Raff angekommen, zusammen diesmal mit Hood Black. Schon ewig nicht mehr drauf reagiert, also auf Hood Black, auf Raff haben wir die letzten Wochen, glaube ich, reagiert. Bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Raff mag die Farbe schwarz, oder? Der Ferrari von ihm ist ja auch in schwarz. Es ist alles in schwarz bei ihm, aber seine Seele ist hoffentlich schön aufgeblüht. Er ist sehr, ich glaube, Raff kann sehr netter Mensch sein. Ein sehr sympathischer Mensch auch. Er ist ein sehr nachdenklicher Mensch, wie wir es in der Dokumentation mit Bones schon rausgehört haben, so ein bisschen, dass er sehr oft über Dinge nachdenkt, dass er sehr oft über die Musik nachdenkt, über seine eigene Musik. Aber ich glaube, wenn du so mal so einen Tag oder zwei mit Raff unterwegs bist, kann er sehr sympathisch sein. 2012, ey, 2012 nur, holy moly, relativ kurzes Ding, gell? Produziert ist der Bums von The Royals, Nino und Alex, Raff himself und The Greats. Schöne Grüße gehen raus. Bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Hood Black Jungs auf diesem Musikstück kommen. Abfahrt. Schwarze Yacht in Wasser, Vodka Tropicana, paar Maschinen mit Milch, komm auf Wieden. Spiele mit dem Acker, wieder wie Nirvana, dunkle Brother. Du hörst direkt, dass es wieder so ein komplettes Raff-Ding wird. Von vorne bis hinten. Relativ schnelle Nummer, relativ abtempomäßig, so relativ zügige Drums jetzt, glaube ich, drauf. Es wird original wieder so ein Raff-Type-Beat. Also Raff hat ja schon die Lizenz und das Patent für diesen Beat im Deutschrap. Jeder, der solche Beats im Deutschrap pickt, bekommt auch direkt so Kommentare wie lass Raff-Beats in Ruhe, dies, das, auf die Beats kann nur Raff rappen so. Und Raff kommt tatsächlich mörderhaft auf solche Beats. Real Talk. Man hört den Sound überall im Club. Wir haben einen Sound überall im Club. Wo er das kommt, oder hab's im Blut. Wie James Bond mit paar Tattoos. Guck mal, ich sag doch, diese Forte, du Flow kickt direkt rein. Und guck mal, dieses Adlib, dieses A. Wie tiefer dieses A sagt. Ich weiß nicht, ob das Raff wirklich so tief kann. Aber Raff hat generell schon eine ultra-tiefe Stimme. Also wir Männer haben generell eine tiefere Stimme, so, logischerweise. Aber Raff ist nochmal so ein Level drunter, finde ich. Auch wie er damit einsteigt, mit diesem Adlib. Oh, es ist wirklich ultra, ultra tief. Und wenn du dann wirklich noch ein, zwei Backings links, rechts hinpackst, dann hat halt Raff halt in der Hook so eine dominante, einnehmende Stimme. Das ist geisteskrank, Real Talk. Stimmlich erkennst du Raff unter 1 Million Rappern, jedes Mal. Wie James Bond mit paar Tattoos. Ich glaub, deine German, sie fand das gut. Du musst 5 ausgehen nach Andalusien. Wie eine elegante Guapa aus Kuba. Wie die Warner Santa Cruz. Auch guck mal, wie er hier betont, Santa Cruza. Ne? Ich nehme auch immer nicht zu viel von Raff seinen Parts mit, um ehrlich zu sein. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis. Früher war das wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Da hat Raff noch irgendwie ein bisschen mehr lyrische Substanz in die Parts gepackt. Keine Ahnung so. Das soll überhaupt nicht abwertend klingen. Aber Raff hat sich halt auch schon irgendwie an den Mainstream orientiert. Und spätestens mit Palmos Plastik ist er da auch voll angekommen. Und ist ja auch zu Recht so. Mein Gott, der hat ja in dem Mainstream nochmal so eine ganz neue Sparte irgendwie eröffnet. Gerade mit diesen Dancehall-Geschichten und so weiter. Jeder hat auf einmal Dancehall gemacht, wo Palmos Plastik rausgekommen ist so. Und der ist ja auch Vorreiter mit Bones, genau bei solchen Sachen so, dieses Dancehall. Trotzdem hat sich da Raff auch schon ordentlich angepasst, was überhaupt nicht schlimm ist. Wenn ich sie so seh, werd ich zu Maschine. Bin ja nix, Und das hat Raff auch immer so. So kleine melodische Aufhänger. Nicht wirklich viel, aber die catchen dich immer wieder. Bin ja nix, dieses www, du hast keine Ahnung, Bruder, was er mir sagen möchte. Du müsstest eigentlich direkt in die Lyrics gucken, so. Dir ist es aber fast schon egal, einfach weil es rein vibe-technisch brutal passt. Bei Raff seinen Songs ist es auch immer so ein voll rundes Ding. Dich wirft da nie irgendwas raus. Und ich habe irgendeinen Live-Auftritt letztens gesehen in Wien mit auch Young Huren zusammen und anderen Leuten, gell? Junge, das war ultra voll dort. Also selbst in Wien, ich meine, er kommt ja aus Wien, ne? Also der Bruder steht ja für Wien wie kein anderer Rapper so. Aber wie voll es da war bei diesem Live-Auftritt, holy moly. Auch diese Melodie wieder. Bassa, Papa, Tropicana. Wisst ihr, ich meine, so kleine Einspieler immer wieder, die dich einfach catchen. Wisst ihr, was ich meine? Er wiederholt es einfach. Aka, Papa, Nirvana. Wisst ihr, was ich meine? Das sind so kleine Sachen, die dich einfach immer wieder aufhängen und die dich einfach immer wieder irgendwie catchen, so. Dunkle Prada-Brille, man kann es nicht sehen. Schwarze Yacht in Wasser, Vodka Tropicana. Oh, das ist aber auch nice. Maschine mit mich. Twitch, ganz kurz, das sind keine echten Waffen, wollte ich nochmal ganz kurz erwähnen, gell? Weil das VOD bleibt wahrscheinlich später online. Das sind keine echten Waffen, das sind Spielzeugwaffen. Kriegst du bei Toys R Us für 2 Euro. Schwarze Yacht in Wasser, Vodka Tropicana, paar Maschine mit mir, ich komm auf Ideen. Toys R Us, gell? Und 7000 Tanga, hasta la mañana. Das sind so, ey, Digga, wie macht es Raff jedes Mal? Wie geht es? Raff kriegt in jede verdammte Hook so eine gute Melodie, die dich einfach so krass catcht, Bro. Und du denkst, du hast jede Melodie schon gehört. Und es gab hundertprozentig schon mal diese Melodie, aber die catcht so gut. Glas ist voll mit Droga, ich höre die Sirene.
Okay, ich bin sehr gespannt. Er ist, glaube ich, Safrui, oder? Er ist cool. Digga, was für eine Yacht im Hintergrund. Ich habe gesagt, ey, Jungs, ihr dürft da drehen, aber dass ihr meine Yacht direkt in den Hintergrund packt, schon ein bisschen grenzwertig, sage ich so, wie es ist. Aber schon okay, um Gottes Willen. Ich brauche die erst nächstes Wochenende wieder. Ich habe die Jungs, glaube ich, auf so einem Beat noch nie gehört. Sattler Maghribi, brauch ein Alibi, hör in deiner Ziren. Träum vom Paradies, doch mein Meshakin sind geprägt von Ahel. Kopf hoch in mein Barrio. Er packt aber auch immer diese kleinen Melodien rein. Ey, ist cool. Ey, stimmlich auch geisteskranker Typ. Er von der ganzen Hoodblack-Gruppe gefällt mir irgendwie am besten. Ich kann da auch gar nicht so krass drüber urteilen, einfach weil ich extrem wenig von den Jungs bis jetzt gehört habe. So. Aber ich finde, er kommt ganz nice. Ist eine relativ schnelle Nummer, ist ein relativ schneller Beat. Ihr habt da schon recht. Ich finde aber, gerade zu Raff passt es. Ey! Ich weiß nicht, wie gesagt, ob die Jungs öfter schon auf diese Beats gekommen sind. Aber ich habe die bis jetzt nur auf so Oldschool-Boom-Bap-Sachen. Boom-Bap-Sachen gehört, so ein bisschen Kopfnicker-mäßig, ihr wisst, was ich meine. Oder halt Drill. Drill machen die ja auch geisteskrank gut, ne? Verstehe mich nicht falsch. Aber solche Sachen könnten die mehr ausprobieren, wirklich. Ey, die kommen richtig nice drauf. Natürlich nicht so wie Raff irgendwie, so keine Ahnung. Raff hat halt, wie gesagt, das Patent für die Dinger so und der kann geisteskrank auf solche Dinger kommen, so. Das ist, by the way, eine Sportzigarette, Twitch, gell? Nichts irgendwie Verbotenes, um Gottes Willen. Aber man muss halt auch sagen, gell, wir haben jetzt streng genommen 3 Künstler auf dem Song und der Song geht gerade mal 2 Minuten 12, um Gottes Willen. Ich habe schon gesagt, Raff ist im Mainstream angekommen und da gehen Songs halt so kurz, muss man mit klarkommen oder mit leben so. Wir haben jetzt nochmal die Hook, das dritte Mal, glaube ich. Ja, das ist so ein Ding, was man vielleicht irgendwo ein bisschen kritisieren könnte, obwohl man hier auf einem sehr hohen Niveau dann, wenn dann, kritisiert. Auch dieses kleine, guck mal, das sind so kleine Details, die echt gut sind, dieses dieses Auf jeden Spiel mit der AK, Lieder wie Nirvana, dunkle Prada. Ach, ist eine Gitarre, meine Güte. Ist doch eine Gitarre hier. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Aber falls Twitch es hier irgendwie schaut, ist doch eine Gitarre, meine Güte. Er hat doch gerade hier auf der Gitarre gespielt, hat man doch gesehen. Und Raff ist ja nicht umsonst der meist gestreamte Deutschrapper, also er hat nicht die meisten gleichzeitigen Deutschrap-Hörer, aber rein von den Streams her ist er so der größte jetzt in Deutschland. Das ist ja nicht, das kommt ja nicht von irgendwo her, Bro. Der hat teilweise Jahre mit seiner Musik geprägt. Wisst ihr, ich meine, gerade dieses Dancehall-Afro-Ding so, was sie auf Palmas Plastik sehr, sehr krass gefahren sind, so. So geisteskrank hat der Typ abgerissen, wirklich. Er reißt ja jetzt immer noch ab, wisst ihr, ich meine, mit dem gleichen Sound seit Jahren schon. Und das heißt irgendwie, dass der Sound halt nicht irgendwie langweilig wird oder halt, ja, fast schon zeitlos ist. Okay, Raff geht auf Tour nächstes Jahr, ist tatsächlich am 14.03. in Stuttgart in der Hans-Martin-Schleierhalle oder nur Schleierhalle genannt. Keiner sagt, glaube ich, Hans-Martin bei uns, sondern einfach nur Schleierhalle. Sehr cool, kommt da gerne vorbei, holt euch Tickets und supportet den guten Mann. Der macht gute Musik, sage ich so, wie es ist.